In dieser Podcast-Folge erkläre ich dir, warum du wieder dich mehr mit dem Inhalt eines Buches beschäftigen solltest, anstelle nur Weisheiten von den Klappentexten zu kommunizieren. In der Steuerberaterbranche spricht jeder von Digitalisierung, Automatisierung und starken Veränderungen in der Zukunft. Experten und ihre Lösungen sprießen aus dem Boden wie Osterglocken im Frühling. Doch wie reagiert die Branche? Verunsichert. Wer kann jetzt tatsächlich weiterhelfen und vor allem wie? Unzählige zusätzliche Herausforderungen neben dem Tagesgeschäft. Wie bewältigt eine einzelne Kanzlei all das ohne die wirklich richtige Beratung? Daniel Terwersche ist innovativer Coach für Steuerberater und zeigt dir in seinem Podcast, wie es funktioniert. The New Generation Steuerberater. Wie Kanzleiinhaber und deren Mitarbeiter zu den Gewinnern im digitalen Wandel unserer Zeit gehören werden. Hör zu, fang jetzt an, deine Kanzlei für die Zukunft fit zu machen. Die Zeit ist reif. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei der neuen Podcast-Folge. Und heute möchte ich einmal über Wissen mit dir sprechen, beziehungsweise wie wir heutzutage Wissen aufnehmen, warum wir meinen, auf einmal Experten zu sein, warum es vielleicht auch wieder Sinn macht, mal Bücher zu lesen und auch interdisziplinäre Bücher zu lesen oder auch andere Podcasts oder Ähnliches. Denn heute ist mal wieder bei mir einiges klar geworden für mich. Und zwar habe ich gerade mit einem tollen Steuerberater gesprochen und wir waren uns relativ schnell einig, dass es immer mehr so ist, dass auch in den sozialen Medien jeder den Eindruck hat, über alles mitsprechen zu können und durch ein paar Informationen als vermeintlicher Experte sich zu positionieren. Und man könnte natürlich jetzt denken, dass ich jetzt einen gesellschaftskritischen Podcast hier aufnehme. Doch das möchte ich gar nicht. Ich möchte den Fokus auch auf den steuerberatenden Bereich lenken und auf viele Kanzleiinhaber. Und dazu möchte ich mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Und zwar war es so, als ich vor ungefähr 2,5 Jahren die Facebook-Gruppe heute schon der Steuerberater von morgen gegründet habe, waren viele Steuerberater, die am Anfang in der Gruppe waren, sehr skeptisch. Es gibt da ja auch den schönen Spruch, am Anfang wird eine Idee belächelt, dann wird sie bekämpft und dann wird sie als selbstverständlich genommen, insbesondere wenn es ganz neue Ideen sind. Und mir haben so ziemlich alle Leute abgesprochen, zu sagen, ach, eine Facebook-Gruppe für Steuerberater, die sollen sich bei Facebook über unternehmerische und auch über Digitalthemen austauschen, das machen die doch niemals. Der Berufsstand, der ist doch entweder so altbacken oder aber die sagen auf Facebook anhand des Datenschutzes werden die das nicht machen. Und das Interessante war, wir haben es doch widerlegt und wir haben dort über Themen gesprochen und Themen angeregt, wie zum Beispiel den Wunsch, Mandanten zu finden über Facebook-Anzeigen und eine Landingpage oder Landeseite habe ich es noch genannt, weil der Begriff Landingpage so noch nicht weiter war. Oder auch Positionierung, Online-Kanzlei-Identität. Das Thema andere Experten nehmen den Steuerberatern Dienstleistungsbereiche weg und so weiter. Das waren einfach so Themen, die zwar irgendwo schon so rumgeisterten, wo wir auch eine tierische Aufmerksamkeit bekommen haben, die aber scheinbar komplett neu waren für die meisten Steuerberater. Und am Anfang, wie gesagt, wurde die Idee belächelt, beziehungsweise ich wurde auch belächelt. So, was maßte sich überhaupt an, unseren Berufsstand irgendwo hier belehren zu wollen? Und man hat halt gemerkt in den Monaten, es wurde immer größer und ich will es jetzt nicht die Facebook-Gruppe, die ich da gegründet habe und betreue, als maßgeblich dafür nehmen. Aber es war halt schon zu erkennen, dass immer mehr Menschen immer mehr Ratschläge auch in diesem Bereich gegeben haben und Meinungen hatten,
Auch gerade im Bereich Online-Marketing, im Bereich Kommunikation, wie es heutzutage Außenwahrnehmung, Außenwirkung ist, wo ich dann festgestellt habe, okay, die Basis von den Leuten, die zuhört, wird scheinbar kleiner und die Leute, die ihre eigene Meinung kundtun und ihre eigene gefühlte Kompetenz weitergeben, wird halt größer. Und da habe ich heute mit diesem Steuerberater auch über gesprochen, dass sich das halt auch immer mehr da weiterentwickelt hat. Und ich finde zum Beispiel, dass der Steuerberater, das Mindset, wie auch immer man das nennen möchte, sich in den letzten Jahren extrem verändert hat. Also im Großen und Ganzen zum Positiven, viel aufgeschlossener, viel mehr Dinge sich auch anhören, viel mehr Dinge auch machen, die ansonsten vor ein paar Jahren vielleicht noch unter betriebswirtschaftliche Beratung und Vorbehaltsaufgaben sich darauf beschränkt hat und die heutzutage immer mehr gemacht werden. Softwarelösungen, interdisziplinäre Lösungen, die halt auch andere Fachlichkeiten mit einbinden, sind halt immer mehr geworden. Was ich aber feststelle, ist, dass die Tiefe, die da gesprochen wird und Menschen, die dann ihre Meinung dann direkt haben, meistens nicht in fundierten Wissen abdriftet, sondern dann doch man merkt halt, okay, vielleicht sind es mal ein, zwei Artikel, die zu dem Thema gelesen worden sind und daraus leitet sich dann halt so eine hohe Expertise ab. Ich nenne das mal, das hatte ich gerade in dem Telefonat mir selbst mal überlegt, die Klappentextfraktion. Was meine ich damit? Es ist ähnlich wie bei euren Mandanten. Die lesen irgendwo was, ob es jetzt auch bei externen Steuerexperten, die nicht den Berufsstand des Steuerberaters haben, die sehen ein YouTube-Video, die lesen vielleicht einen Artikel in irgendeiner Management-Zeitschrift oder ähnliches und die glauben, dass sie jetzt Gesellschaftsstrukturen aufbauen können, um sehr viele Steuern zu sparen. Warum? Weil sie, wenn man das Beispiel eines Buches mal nimmt, nur den Klappentext gelesen haben. Das heißt, sie wissen einigermaßen über die Handlung, sie wissen ungefähr, wer die Protagonisten sind, beziehungsweise wo der Fokus drauf liegt, aber das ist nicht mal das Kleingedruckte, sondern überhaupt das Gedruckte wird halt kaum bis gar nicht überhaupt sich mehr mit befasst, sondern es sind alles, ja, wie sagen wir mal so schön beim Fußball, wenn WM ist, sind es 80 Millionen Bundestrainer. Und ähnlich ist es in verschiedenen Bereichen, wo man auch echt ab und an mal Expertise braucht, um damit reden zu können. Aber dieser Diskurs geht halt in den sozialen Medien ziemlich weit zurück. Lange Rede, kurzer Sinn. Was möchte ich dir mit dieser Podcast-Folge sagen? Denn sie ist ja nun jetzt im Moment noch ein bisschen diffus. Ich möchte dir damit sagen, schau dir doch mal an, was du in diesem Jahr lernen möchtest, in welchen Bereichen du fit werden möchtest und was dich in deinem Berufsstand, wahrscheinlich als Steuerberater, dieses Jahr nach vorne bringen wird. Ist es noch ein Fachberater zu machen und dort viel zu lernen? Ist es sich mit fachfremden Büchern mal auseinanderzusetzen, um halt mehr Wissen in anderen Bereichen mit aufzubauen? Ist es bestimmte Schulungen mitzumachen, Videokurse zu durchlaufen, wie auch immer? Ich will da gar keine Wertung hineinbringen. Doch wenn du das machst und du dir jetzt überlegst, was du dieses Jahr noch alles lernen und erlernen und Wissen aneignen möchtest, dann achte darauf, dass du nicht nur den Klappentext liest, sondern auch mal wieder das Fundierte, das Nachhaltige, mal die Systeme verstehen, was da überhaupt hintersteckt. Und daher mein Ratschlag für dich in dieser Podcast-Folge: Nimm dir gute Bücher, nimm dir nachhaltige Systeme oder Schulungen oder Bootcamps, wie auch immer, und zieh es durch. Fang nicht an, den Klappentext zu lesen und dann zu sagen, du hättest es verstanden, sondern schau dir dann mal an, was es da ist. Jetzt könnt ihr, und da hattet ihr auch teilweise recht, natürlich sagen, Moment mal, der Daniel sagt sonst, mach doch nach Pareto. Du musst nicht der absolute Experte sein in manchen Bereichen, sondern es reicht, wenn du halt mehr weißt als deine Zielgruppe. Das ist halt dieser schmale Grat, der dann dazwischen steckt.
zwischen dem, ich habe den Klappentext gelesen und bin Experte, oder den, oh, ich muss hier noch eine Expertenschulung machen, ansonsten darf ich mich nicht als fachlicher Experte nennen. Und da ist dann halt dann die Mischung, deswegen Pareto passt immer noch, deswegen lest nicht 5 Bücher zu einem Thema, aber liest einmal komplett eine Sache durch, und das Buch ist halt als Synonym für Wissensplattformen. Das kann auch Videokurs sein, das kann auch eine Schulung sein, das kann auch eine Webinarreihe sein, wie auch immer. Aber zieht es durch, damit ihr dann nachher den Gesamtkontext mitbekommt und nachher die Zusammenhänge und dann wirklich auch darüber diskutieren könnt. Denn das macht doch irgendwie auch unsere Gesellschaft aus, dass wir anderen zuhören, dass wir selber aber auch in gewissen Bereichen Wissen aufbauen. Und wenn wir es nicht wissen und nur den Klappentext gelesen haben, vielleicht auch ab und zu mal sagen, ja, hört sich spannend an, ich habe da auch einiges zu mir angeeignet, aber ich bin da kein Experte, ich bin noch nicht so weit, dass ich da mit dir auf Augenhöhe drüber diskutieren kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du wieder dabei warst bei dieser kleinen, kurzen Podcast-Folge. Und ich wünsche dir noch eine gute Woche, einen guten Start noch ins Jahr. Ich glaube, das darf man jetzt noch sagen. Mach dir einen Plan, was du im Jahr 2021 alles wissen möchtest. Überlege dir, wie du dir dieses Wissen aneignest, und zieh es durch. Werde kein Klappentext-Experte. Bis dahin, dein Daniel. Das war nur ein kurzer Einblick. Exakt auf deine Situation zugeschnitten, können wir gerne ein Erstgespräch vereinbaren. In dem Gespräch wirst du erfahren, ob und wie wir dich in deiner Situation unterstützen können, damit auch du schon sehr bald zu den Gewinnern im digitalen Wandel gehörst. Besuche jetzt unsere Seite auf www.kanzleistratege.de und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir deine Potenziale, deine Engpässe und deine Ziele besprechen und dir sofort echte Mehrwerte mitgeben. Mach dir eins bewusst: Durch unsere New Generation Community mit anderen Kanzleiinhabern und durch unser professionelles Coaching-Team wirst du viel schnellere und viel bessere Ergebnisse erzielen, als wenn du alles alleine umsetzen müsstest. Du hast noch Bedenken, weil es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Du möchtest erst noch andere Projekte abschließen. Du meinst, du bekommst das alleine hin. Du hast so viel zu tun, dass du meinst, du kannst das alles eh nicht umsetzen. Falsch, 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 falsch. Warte nicht. Verliere nicht weiter wichtige Lebenszeit. Sichere dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch unter www.kanzleistratege.de. Durch unser Coaching verschaffen wir dir mehr Zeit, passende Mitarbeiter, Struktur, Gelassenheit, Spaß an der eigenen Kanzlei. Finde keine Ausreden, gestalte mit uns deine Zukunft. Leg jetzt los!